Also wenn ich zum Bikepacken gehe, dann trage ich ja immer eine 2 Meter Papierrolle mit mir rum und habe die Taschen mit dem Garmischer Kreisboten ausgestopft. Zumindest wenn ich nur ein paar Meter laufen muss, um dann schlau zu erzählen, was man eigentlich mitnehmen sollte. Also, die ultimative Packliste fürs Bikepacking. Bei Haut auf Fahrrad, sollte man auch noch sagen. Während der Kameramann die Arbeit macht, kurzer Prolog. Wir bereiten uns hier nicht auf ein Ultra-Transkontinentalrennen vor, sondern wir übernachten erstmal im Hotel und für Camping gibt es dann eine extra Episode. Und wie jedes unserer wunderbaren Videos soll das hier eine Orientierungshilfe sein. Gerade für den Anfang, wenn man noch keinen Plan hat. Also ich sage nicht, was ich hier erzähle, ist das einzig Richtige und wenn du es nicht genau so machst, dann verendest du schon am ersten Ortsschild. Alles Geschmackssache. Gerade beim Bikepacking findet der eine was total überflüssig, ohne dass der andere nicht losfahren würde. Ich versuche hier so viele Optionen wie möglich zu zeigen, bei denen man sich dann am Ende selber rauspicken kann, was man mitnehmen will. Und ich sag's gleich, am besten so wenig wie möglich. Was ich aber meiner ersten Mehrtagestour am meisten unterschätzt habe, war das Gewicht. Ich habe viel zu viel mitgenommen und bin dann echt bei jedem Anstieg gestorben. Ja, grundsätzlich gilt, weniger ist nicht so schwer. Die Boys vom Gran Fondo Magazin haben ja auch die Bibel zum Thema Bikepacking geschrieben. Sollte man auch als Atheist gelesen haben. Und die sagen, dass 5 Kilo an Gepäck ein gutes Ziel ist. Im Sommer ohne die Klamotten, die man anhat, ohne Wasser und Essen. Und das ist eine super Orientierungshilfe, aber Spoiler, so wenig schaffst du am Anfang eh nicht. Wer die entsprechende Kondition hat, kann natürlich auch seinen halben Kleiderschrank durch die Gegend fahren. Wir erinnern uns an meinen 82-jährigen Vater. Ich habe aber weder Stahlwaden noch Akku, deswegen muss bei mir alles klein packbar und leicht sein. Team Minimalismus. Und meine oberste Regel zum Thema Gewicht, so viel wie unbedingt nötig, aber so wenig wie irgendwie möglich. Erste Kategorie, klar, die Fahrradklamotten. Dazu bitte erstmal das richtig anziehen Video anschauen, damit ich mich hier nicht ständig wiederholen muss. Da irgendwo Einblendung. Und dann natürlich die Sachen, die man beim Losfahren anhat. Also Kopf bis Fuß. Dazu Windschutz in Form von so einer Weste oder einer Windjacke, griffbereit verstaut irgendwo. Und dann Cap, Handschuhe oder Halstuch, wie man eben Bock hat. Und gerade beim Bikepacking dann immer in Schichten denken. Überlegen, was kann ich wie kombinieren, um mit möglichst wenig Zeug möglichst viele Temperaturbereiche abzudecken. Nehme ich zum Beispiel eine lange Hose und ein Langarm-Jersey mit oder lieber Beinlänge und Armlänge, weil die kleiner und leichter sind. Auch wenn es optisch fragwürdig ist. Und klar, im August bei einer 30-Grad-Vorhersage packt man natürlich anders als im November. Du bist ja nicht blöd. Aber auch immer für einen unvorhersehbaren Wetterbericht oder einen Wetterumschwung planen. Und das heißt, Regenjacke ist Pflicht. Vor allen Dingen auch, weil die mit so einem Windblockermaterial als oberste Schicht warm halten kann, selbst wenn es überhaupt nicht regnet. Ob es jetzt eine Regenhose und wasserdichte Überschuhe braucht, ja, mei. Also ich habe fürs Fahrradfahren nicht mal eine Regenhose. Mein Vater geht ohne nicht vor die Tür. Das kommt für mich ein bisschen auf das Land und die geplante Tour an. Außerdem bin ich auch ein Freund von spontanen Notfalllösungen. Mir sind zum Beispiel mal in Italien fast die Füße abgefroren. Und dann stand vor einer Tankstelle ein Karton mit so Luftpolsterverpackungen. Und dann habe ich mir einfach zwei so Dinge geklaut. Sowas hier. Aufgerissen und in den Schuhen über die Socken gezogen. Hat eigentlich auch fast wie Überschuhe funktioniert und ging super. Also immer überlegen, gehe ich lieber das Risiko ein, was nicht dabei zu haben oder das Risiko, zu viel mit mir rumzuschleppen. Weil die Entscheidung, wie viel nehme ich mit, bedeutet ja primär, wie sehr bin ich bereit, unterwegs eklig zu sein. Weil klar, man kann natürlich für jeden Tag ein frisches Jersey und eine neue Shorts mitnehmen oder halt auch einfach eine Tube Sportwaschmittel und dann im Waschbecken auswaschen oder einfach mit dem ganzen Zeug duschen gehen. Setzt natürlich voraus, dass man ein Waschbecken und eine Dusche hat.
Und zum Trocknen danach gibt es dann den Handtuchtrick, den Rollmops mit den Klamotten. Da habe ich den Spickzettel immer in meiner Fahrradhose. Das ist der Striptease-Teil dieser Episode. Klamotten in Handtuch einrollen, ching, 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 drauf rumtrampeln und dann aufhängen. Das geht mit Lycra und Merino super. Klar, wer jetzt mit dem Flanellhemd oder mit dem Hawaiihemd unterwegs ist, sollte das vielleicht vorher mal testen. Beziehungsweise insgesamt schauen, bei allen Klamotten, die man dabei hat, wie schnell trocknen die und wie oft kann ich sie anziehen, ohne dass es müffelt. Als nächstes, Abendgarderobe. Klar, kann man natürlich auch ein Paillettenkleid mitnehmen. Aber ich habe eigentlich als Wechselgarderobe immer nur Sachen dabei, die ich im Notfall auch auf dem Fahrrad anziehen könnte. Zum Beispiel wie so ein Longsleeve hier. Es hat einen fahrradtauglichen Schnitt, atmungsaktives und schnell trocknendes Material und auch so Windblocker-Parts. Wenn es gut läuft, habe ich es nur beim Abendessen an. Aber wenn es sein muss, kann ich es eben auch auf dem Rad anziehen. Genauso mit der langen Hose. Da habe ich eigentlich immer nur eine Sportleggings dabei, weil eben im Notfall kann man die auch kurz drüber ziehen und ist klein packbar und leicht. Also auch am besten bei allen Klamotten checken, wie steht Wärme und Funktion im Verhältnis zu Gewicht und Größe. Es gibt zum Beispiel für mich überhaupt keinen Grund, Jeans und Kapuzenpulli mitzuschleppen, weil es ist viel zu groß, viel zu schwer und nicht funktional. Außer Kuschelfaktor. Wenn du Kuschelfaktor haben willst, nimmst du ein Hoodie mit. Oder auf was man halt sonst in Sachen Kuscheligkeit echt nicht verzichten kann. Was ich aber wirklich immer, immer dabei habe, ist eine Isolationsjacke. Weil auch im Sommer wird es abends kalt und gerade in den Bergen kann einem sowas das Leben retten. Früher hatte ich da zum Beispiel die Patagonia Micropuff, jetzt Explore Down. Aber egal, was einem da sympathisch ist an Materialien, Polartec Alpha, Primer Loft, Daune oder Kunstfaser, klein muss sie sein. Ich habe ja zum Beispiel auch immer bloß Fahrradsocken und Sport-BHs dabei. Ziehe ich abends das frische Paar an und trage es dann am nächsten Tag einfach weiter. Genauso mit der Schlafgarderobe. Abends frisches T-Shirt und dann zum Schlafen einfach anlassen. Kleinvieh macht auch Mist, hat meine Mama immer gesagt. Und sonst hat man irgendwann echt Übergepäck wie am Flughafen. Bei Schuhen scheiden sich ja die Geister. Manche nehmen gar keine extra Schuhe mit, andere nur Flipflops. Es kommt natürlich auch darauf an, wie bequem die Fahrradschuhe sind. Und bei Klickpedalen würde ich jetzt zum Beispiel immer lieber mit Gravel-Schuhen oder mit Mountainbike-Schuhen starten, weil man in denen besser laufen kann als mit Rennradschuhen. Also so wegen dem Glied und so. Aber auch dann ist es für mich abends Luxus, andere Schuhe anzuziehen. Und weil ich immer kalte Füße habe, nehme ich auch keine Flipflops mit, sondern Turnschuhe. Auch da darauf achten, wie schwer sind die Dinger. Das ist ja bei Badelatschen, finde ich, auch manchmal so. Die sind gar nicht ultimativ leicht. Oder diese komischen, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, diese Espadrilles, egal. Also diese spanischen Latschen, die sind überhaupt nicht leicht. Die tun nur so. Weil solche wie die hier, sind super leicht, kann man knautschen und quetschen, in jede Tasche stopfen und halt auch besser drin laufen. Besser drin laufen. Weil immer auch überlegen, wo soll es denn abseits vom Rad auch hingehen. Wenn es zum Beispiel der Bergsee ist, Badesachen mitnehmen und ein dünnes Reisehandtuch und für abends dann natürlich eine Mütze oder eine Jacke mit Kapuze. Weil heiß, kalt, Bikepacking. Leben am Limit. Ich hatte ja bisher bei jedem meiner Bikepacking-Trips alles von Hitze bis Wolkenbruch. Da ist eine schwarze, voll verspiegelte Sonnenbrille natürlich eher unpraktisch. Deswegen bin ich großer Fan von selbsttönenden Gläsern. Sowas, was ich mir hier so schick in den Helm gesteckt habe. Bei Oakley heißt es Photochromic, gibt es aber natürlich auch von anderen Herstellern. Da werden die Gläser heller bei wenig Lichteinfall und bei viel Sonne werden sie dunkler. Hat den Vorteil, dass man auch im Dunkeln mal auf einen Hotelparkplatz rollen kann, wenn man mal wieder länger gebraucht hat, als man dachte. Oder so ein Glas wie Prism Trail Torch. Geiler Name, funktioniert vor allen Dingen auch geil bei vielen Lichtverhältnissen und hat noch mehr Kontraste als jetzt so eine Photochromic. So ein
Bisschen wie die rosa Brille. Egal mit welchem Hersteller man unterwegs ist, vielleicht auch einfach mal schauen, ob es für die eigene Brille Wechselgläser gibt. Weil soll nicht heißen, musst du Oakley kaufen. Sondern überlegst du vorher, mit was für einer Sonnenbrille du losfährst. Ich bin auch mit der viel schneller als mit allen anderen Sonnenbrillen. In Sachen Werkzeug, jetzt bitte erstmal die, was man unterwegs dabei haben sollte, Episode anschauen. Ja, dann bekomme ich 0,1 Cent für die nervige Werbung von YouTube und muss mich auch nicht ständig wiederholen. Aber weil ich so ein netter Mensch bin, jetzt nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Niemals losfahren ohne Mini-Tool. Bei längeren Trips am besten mit Ventilkernschlüssel und Kettennieter und dann auch Kettenschlösser mitnehmen. Wobei ich das ja noch nie gemacht habe, aber okay. Leatherman ist natürlich nie verkehrt, wenn es einem das Gewicht wert ist. Reifenheber, Flickzeug, Schlauch, auch bei Tubeless. Und wenn Tubeless, Tireplugs und Tireboot. Nicht nur mit einer CO2-Kartusche starten. Auf jeden Fall eine Pumpe mitnehmen. Eventuell eine Dämpferpumpe beim Mountainbike. Und Profis kleben sich ein paar Lagen Isolierband oder Ducktape um die Pumpe. Kabelbinder sind auch immer gut, um zu retten, was eigentlich nicht zu retten ist. Und Mini-Kettenöl. Wer kein kleines hat, die Plastikfischchen mit Sojasauce im Sushi-Restaurant kann man hervorragend zweckentfremden. Also vorher auswaschen, ist klar. Bei längerer Distanz zur nächsten Werkstatt vielleicht auch ein Set mit den wichtigsten Ersatzschrauben. Und manche Leute haben ja sogar ein ganzes Schaltauge dabei. Jeder wie er mag. Was ich aber auch bei kürzeren Trips immer dabei habe, ein Schloss. Auch wenn es nur ein kleines ist, damit man bei Pinkelpause oder Badestopp das Fahrrad nicht einfach so wegtragen kann. Es gibt zum Beispiel auch Fixierbänder, die man so um die Fahrradtaschen rumpacken kann als schnelle Absicherung. Aber natürlich auch wesentlich größere Varianten, je nachdem, wie sehr man auf Nummer sicher gehen will. Ich erinnere da nur an die Rentnergang von meinem Vater. Ich gestatte das nur, wenn mir die Firma in gutes Schloss schickt, gell? Ach so, jetzt wird hier schon behandelt. Okay. Sicher ist sicher. Außerdem niemals losfahren ohne Licht. Selbst wenn man nicht plant, in die Dunkelheit zu kommen. Weil wie hat schon John Lennon gesagt, Bikepacking ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu machen. Ja, also immer Licht mitnehmen und vor allen Dingen aufgeladenes Licht. Da gibt es natürlich auch zig verschiedene Varianten, auch mal größer und schwerer mit Stadionbeleuchtung oder zum Beispiel auch mit Helmhalterung. Sowas hier ist zum Beispiel ein solider Alleskönner. Hat genug Wumms, einen anständigen Akku und ist vor allen Dingen auch nicht zu groß. Plus Straßenverkehrsordnungszulassung, auch immer wichtig, damit es keinen Ärger mit der Polizei gibt. Und was auch super praktisch ist, die Lampe kann man drehen. Das heißt, je nachdem, wo am Lenker Platz ist, kann man die auch gut mit Taschen montieren. Zusammenfassend für den ganzen Kleinkram, immer alles dabei haben, damit man sich bei einer Panne selbst retten kann. Was übrigens auch für den Körpergeruch gilt. Bei aller Liebe zum Schwitzen, ein Minimum an Körperpflege sollte man auch unterwegs aufrechterhalten. Wobei Minimum bei mir wortwörtlich gemeint ist, weil Deo, Shampoo, Duschgel gibt's halt alles auch in klein. Und ich bin immer nur mit so Probiergrößen unterwegs. Alles, was auslaufen kann, packe ich immer in so ein Drybag. Dann geht da nichts schief. Was man außerdem immer griffbereit haben sollte, natürlich die Sonnencreme. Mit einem ordentlichen Lichtschutzfaktor und wasserfest wegen Schwitzen. Außerdem kann ich schaden, Taschentücher, vielleicht auch mal eine halbe Rolle Klopapier für die Notfälle oder noch besser so biologisch abbaubare Hygienetücher. Wenn man Pech hat, Tampons und für eventuelle Hygieneabfälle kann man auch ganz gut die Plastikbeutel an den Hundekotstationen klauen. Die gibt es ja auch immer öfter unterwegs. Dann natürlich Medikamente, Schmerzmittel, Pflaster für eventuelle Schotter, Schürfwunden. Zeckenstuff ist auch nicht verkehrt. Wenn man zum Beispiel so ein First Aid Kit hat, dann ist da auch eine Rettungsdecke dabei, was super praktisch ist. Und man kann es auch außen befestigen. Weil ganz wichtig, das Ding nicht irgendwo ganz unten in die Satteltasche packen, weil wenn man es braucht, dann braucht man es schnell. Wer Kontaktlinsen oder Allergiezeug braucht,
Der weiß das ja selber. Fühle mich ja langsam wie Mutti hier. Und auch bei aller Liebe zu Probiergrößen auf jeden Fall immer genug einplanen. Oder vorher mit den Buddies absprechen, wenn man sich was teilt, damit man am Ende auch genug Zahnpasta dabei hat. Mein Vater ist da immer noch schwer traumatisiert. War mal auf einer Tour mit einem Menschen, der hat mir gesagt, er hätte so eine kleine Zahnpastatube dabei. Und warum ich so eine große mitnehmen würde, das sei unnötiges Gepäck. Das Dumme war, am zweiten Tag hat der Kerl keine Zahnpasta mehr in der Tube gehabt und hat dann ohne zu fragen meine genommen. Hanoi. Ha doch. Das macht man nicht. Das macht man nicht, nein. Das macht man nicht. Und mit dem Duschbad und mit dem Shampoo war das Gleiche. Der Helmut. Der Helmut, ja. Also wir wollen hier keine Namen nennen, Helmut, aber das war echt eine Scheißaktion. Das hat er bis heute nicht überwunden. So, Zeit ist Geld. Und Bargeld und EC-Karte für den Tag habe ich sowieso immer im Jersey. Dann zusätzlich dazu eine zweite Karte, Kreditkarte, wie auch immer, und zusätzliches Bargeld, dann Ausweis und am besten auch in Papierform die Hotelinfos oder Kontaktdaten. Alles, was irgendwie blöd wäre, ist nicht zu haben, wenn das Handy mal leer ist. Weil immer auch für leere Akkus gewappnet sein. Manche Leute packen das alles in eine Hüfttasche, aber ich persönlich habe meinen Rücken lieber frei. Deswegen kommt bei mir alles in so ein Accessory Pack, was ich hier so professionell am Stapel fixiert habe. Finde ich super praktisch, hat man alles total schnell griffbereit mit einer Schnalle und kann man zum Beispiel vorne auf die Lenkertasche drauf schnallen. Und das Ding ist auch ziemlich praktisch als Extratasche, also auch abseits vom Rad, je nachdem, was man da für Aktivitäten geplant hat. Mit das Wichtigste beim Bikepacken ist aber natürlich, wo geht's denn überhaupt lang? Ich bin ja im ersten Jahr noch mit meinem Handy als Navi gefahren, aber jedes Mal das Telefon aus der Jersey-Tasche rausziehen, das nervt. Alternative wäre die Handyhalterung. Aber weil ich halt auch Grobmotoriker bin, finde ich diese komischen Klemmen oder Gummistraps oder was sie mir da drüber ziehen kann, ziemlich nervig. Unser wunderbarer Sponsor Fitlock hat sich deswegen eine schlaue Halterung ausgedacht mit Magnet- und Vakuumfunktion. Also der Magnet zieht an, schwupps, Vakuum hält fest und lösen kann man das Ding dann einfach unten, indem man wieder einen Hebel betätigt. Geht super schnell und holt man sich entweder wahlweise direkt die Handyhülle oder es gibt auch so Klebepatches, wo man dann das Blümchen auf jede beliebige Handyhülle draufpacken kann. Wobei Blümchen natürlich mein Eigenbegriff ist. Nicht der Fachbegriff. Ja. Das Gegenstück dazu kommt dann entweder an den Lenker oder auf den Vorbau. Wobei Vorbau bei mir nicht geht, weil da die Regulierung für die Dämpfung ist. Ah, da gab es übrigens noch einen schlauen Hinweis von jemand in den Kommentaren. Wenn man so eine Future-Shock-Dämpfung hat und hier aber eine Tasche montiert, wo ein Klettverschluss drüber geht, aufpassen, dass das nicht kaputt geht. Vielen Dank an dieser Stelle. Also bevor man irgendwas kauft, erstmal checken, wie das Cockpit am eigenen Rad überhaupt aussieht und dann auch, wie viel Platz man am Lenker hat, wenn die Taschen montiert sind. Mit den Spacern hier ist das schon ganz gut, da hat man mehr Luft und vor allen Dingen auch zum Greifen. Und wenn ich nicht so faul gewesen wäre, den Wahoo abzuschrauben, dann wäre da natürlich auch noch genug Platz für eine Handyhalterung gewesen. Wobei ich sagen muss, dass ich gerade bei längeren Bikepacking-Trips immer zu einem Fahrradcomputer raten würde, weil zwei Geräte sind besser als eins und der Akku von so einem Ding, der hält halt auch länger. Aber egal, ob es jetzt Wahoo oder Garmin oder Sigma oder was auch immer ist, bitte, bitte immer die Route offline laden, Ladekabel mitnehmen, eventuell auch eine Powerbank und dann doch auch das Handy, nicht wegen Instagram, sondern wegen dem Notruf. Weil Technik macht das Bikepacken echt so viel entspannter, aber dafür musst du halt auch laufen. Wer so eine topmoderne elektronische Schaltung hat,
unbedingt vorher aufladen und bei Shimano das Ladekabel mitnehmen oder bei SRAM den Ersatzakku. Und gleiches gilt natürlich auch für E-Bikes, weil es gibt nichts Dümmeres, als mit leerer Batterie auf halber Strecke liegen bleiben. Leere Flasche ist aber mindestens genauso doof wie leerer Akku. Deswegen immer bei jeder Gelegenheit Flaschen auffüllen und auch genug zu essen mitnehmen. Griffbereit, entweder im Jersey oder in der Oberrohrtasche. Und selbst wenn auf der Strecke Restaurantstops eingeplant sind, vorher mal Ruhetage checken, aber selbst dann kann der Koch auch mal krank sein oder es gibt eine geschlossene Gesellschaft. Und je abgelegener die Strecke ist, desto mehr Futter mitnehmen. Bei Essen ist der Treibstoff der Waden und ohne den geht nichts. Deswegen nehme ich auch gerne mal ein oder zwei Riegel zu viel mit. Noch ein kurzes Schlaumeiern zum Schluss. Nicht erst um Mitternacht am Vorabend packen, weil irgendwas fehlt immer und panisch zum nächsten Fahrradladen zu rennen, sollte zeitlich noch drin sein. Ich bin das beste Beispiel dafür, weil ich habe gestern Abend erst gemerkt, dass ich keine Rahmenschutzfolie mehr habe, die man ja bekanntlich unter alle Kontaktpunkte der Taschen kleben sollte, damit der Lack nicht verkratzt. Hätte ich mal lieber auf unsere total professionell influenzende Seite bei Bike Components geschaut. Ja. Mit denen habe ich nämlich tagelang alles Wichtige zusammengetragen, was man so fürs Bikepacking braucht, damit es die werte Zuschauerschaft nicht selber machen muss. Ist halt auch eine Art von Bikepacking. Dann beim Beladen Packsäcke verwenden. Weil innerhalb der Taschen in kleinere Säcke zu unterteilen, ist unfassbar praktisch. Jeder Mensch, der schon mal auf dem Feldweg seine gesamte Satteltasche ausgeleert hat, weil das gesuchte Teil natürlich ganz unten drin war, der weiß wieso. Die hier sind wasserdicht, gibt auch welche mit Ventil, damit man mehr Kompression erzeugen kann. Aber geht natürlich auch mit ein paar Jutebeuteln. Und ist alles dran? Eine Testfahrt machen. Und schauen, komme ich mit dem ganzen Gewicht am Rad überhaupt irgendwo einen Berg hoch? Also lieber einmal bei der Hausrunde testen, anstatt die Mehrtagestour abbrechen müssen, weil man doch merkt, dass man zu viel mitgenommen hat. Man könnte sich echt noch ein bisschen leichter machen, ey. Das ist jetzt der Moment, wo ich denke, ich habe doch irgendwas vergessen. Das ist wie vorm Losfahren, da hat man ja auch immer so ein komisches, mulmiges Gefühl. Und deswegen schreibe ich jetzt alle Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, unten in die Videobeschreibung in eine Liste. Und wenn jemand was Sinnvolles ergänzen will, mit Betonung auf sinnvoll bitte, dann einfach in die Kommentare schreiben und ich ergänze es dann. So wie Schwarmintelligenz und so. Und vor dem nächsten Bikepacking-Trip dann einfach das Video aufrufen und die Liste als Packhilfe nehmen, damit man dann vielleicht einmal nichts vergessen hat. Wenn man sich das so anhört, dann kann Bikepacking echt ganz schön zur Materialschlacht ausarten. Aber davon bitte nicht abschrecken lassen. Weil man muss auch nicht immer perfekt ausgestattet sein. Wer Bock hat, der kann auch mit dem Hollandrad und einem Körbchen losstarten. Am besten einfach mal mit kurzen Touren anfangen und einfach machen. Und spätestens nach dem zweiten Trip weiß man dann sowieso, was man braucht und was nicht. Okay, ciao. Ich habe einen Spreisel im Po. Das sind die Profis. Ja? So habe ich den Job gekriegt. Wenn man zum Beispiel so ein First Aid Kit hat. Schwungvoll! Wenn man zum Beispiel so ein First Aid Kit. Ein bisschen mehr im Bogen. Ein bisschen nach oben. Dass die halt die falsche zum Werfen ausgesucht. Ich wollte ja nicht so klischee-mäßig den Typen fragen. Komm schon, du kannst es. Ich glaube an dich. Pff, Schnauze.
Wir konnten leider nicht weiter drehen, weil das Talent das First Aid Kit ins Gesicht gekriegt hat. Aber das Gute ist, ich könnte mich ja auch gleich damit verbinden. Schau mal. Aber das ist doof, weil so kann ich gar nicht sehen, wie ultra süß sie ist. Das ist ein Fehler im Konzept. Oh mein Gott, hat sie die Pfoten so ladylike. Ja. Oh mein Gott. Okay, kann ich einfach jetzt auf meinem Lenker die genau gleiche Position einnehmen? Okay, wow. Meine Katze macht das ja auch manchmal. Die hatte nur heute keine Zeit. So, darf ich vorstellen, das ist Samantha. Das hat bei uns jetzt Tradition, dass alle Tiere, die hier mitspielen, so glamouröse Namen haben nach Beverly. Und Samantha ist der Hund meiner Kamerafrau. Und die fahren tatsächlich so Fahrrad. Ich möchte bitte auch so ein Setup. Wer ist jetzt hier der Star der Show? Im Streit also der Doppelnamen. Sie kann noch nicht. Ach so. Noch genießen. Ach so. Okay, lasst euch Zeit. Ich bin ja nur die Frau mit den Rückenschmerzen. Ist okay. Kein Mensch wird mich mehr sehen wollen. Die wollen alle immer nur noch das Pony und den Hund ab jetzt.